Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, zu Diablo 1, dem ersten Run als Rogue. Und ja, ich sehe, wir sind vollgepackt, also sollten wir erstmal unser Inventar leeren gehen. Was haben wir? Oh, Moment mal, was haben wir denn da so alles an? Überschüssigen Squads of Town Portal. Squad of Healing, ja, können wir behalten. Mana Schild auch. Firewall brauchen wir nicht unbedingt, aber die Squad of Healing können wir erstmal hier lassen. Wir können Inferno lernen, aber nee. Oh, und wir sollten vorsichtshalber nicht, dass wir aus Versehen ein neues Taubportal öffnen, den Spell wieder wechseln. I sense a soul in search of answers. So, Stone Curse brauchen wir nicht. Mana Shit haben wir gesagt, behalten wir. Feuerball brauchen wir nicht. Feuerball brauchen wir nicht. Inferno nicht. Flash nicht. Stone Curse nicht. Und alles andere sind Healing Potions. Gut. Ja, mal gucken, ob wir einen neuen Helm oder so finden. Also ob Griswold einen Helm für uns hat. Wobei, wir haben ja unser ganzes Gold hier verschleudert. Hello, my friend. Stay a while and listen. So, Battle Axe identifiziert. Well, what can I do for you? So, die zwei verkaufen. Reparieren. Schild brauchen wir. Schild bringt uns nichts. Gold, Longbow. Nein, da haben wir einen besseren. Mace, Silverbow. Und Mail of Accuracy. Nein. Vor allem, die können wir uns eh nicht leisten. Das mit 7 plus alle Attribute finde ich ganz gut so. So, Gold hier lassen. Peppin Hallo sagen. What ails you, my friend? Oh ja, stimmt. This sounds like a very dangerous place. If you venture there, please take great care. Wir haben ja in der letzten Aufnahmesession die Chamber of Bones Quest freigeschaltet durch das Buch. Und wir haben uns noch nicht angehört, was die Dorfbewohner dazu zu sagen haben. Deswegen machen wir das Hello, doch mal. My friend. Stay a while and also, listen. Peppin hat jetzt nur gemeint, dass der Ort gefährlich klingt und dass wir aufpassen sollen. Was macht Kane? A book that speaks of a chamber of human bones? Well, a chamber of bone is mentioned in certain archaic writings that I studied in the libraries of the East. These tomes inferred that when the lords of the underworld desired to protect great treasures, they would create domains where those who died in the attempt to steal that treasure would be forever bound to defend it. A twisted, but strangely fitting, end. Ja, also Deckard Cain sagt, er hat schon mal von solchen Kammern gelesen. Das klingt, sind Orte, die die Höllenfürsten, also die haben dort seine Brüder errichtet haben, um Schätze zu bewachen. Und jeder, der halt da drin stirbt, wird als Untoter wiedergeboren für die Wachtruppe. Can a fellow drink in peace? Okay, so listen. There's this chamber of woods, and his wife, you know, her, tells the tree, because he got away. Then I says that might work against him, but if you think I'm gonna pay for this, yeah. Okay, Farnham hat leider nichts Vernünftiges zu sagen. Der redet was von irgendeiner Holzkammer und irgendeiner Frau, die mit irgendwem fremd geht und solchen Sachen. Well, what can I do for you? Ach, no, nothing in this place. But you may try asking Cain. He talks about many things.
And we're not surprised, maybe had some answers to your question. Okay, Griswold verweist mich nur an Kane, an Deckard. Greetings, good master. Welcome to the Tavern of the Rising Sun. I am afraid that I don't know anything about that, good master. Kane has many books that may be of some help. Okay, Octo verweist mich auch an Kane. Übrigens heißt der im ersten Teil Kane the Elder, also Kane der Älteste, und nicht Deckard Kane. Der Name kommt erst ab dem zweiten Teil. Oder er erwähnt ihn später mal. Mal gucken. Good day. How may I serve you? Was hast du zu sagen? I'm afraid that I haven't heard anything about that. Perhaps Kane the Storyteller could be of some help. Ja, sie sagt auch, dass sie nichts weiß und dass ich Kane fragen soll. Mal sehen, ob wird unser kleiner Halsschneider was weiß. Oder ob er nur sagt, bring mir die Schätze von dort, ich will sie haben. Psst, over here. A vast and mysterious treasure, you say? Maybe I could be interested in picking up a few things from you. Or better yet, don't you need some rare and expensive supplies to get you through this ordeal? Okay, ja, er will unsere Leichen schänden. Und er will uns vorher was verkaufen, was er dazu klauen kann, wenn ich tot bin. Oder wir tot sind. Nein, nicht unbedingt. Bleibt ja nur noch Adria. Vielleicht ist die die Einzige, die auch noch was über die Chamber of Boats weiß. I sense a soul in search. You will become an eternal servant of the Dark Lords should you perish within this cursed domain. Enter the Chamber of Bone at your own peril. Also ja, sie sagt nur, wenn wir dort drin sterben, werden wir ein Diener des Bösen. Also betreten wir deine Gefahr. Gut, da das alles geklärt ist, zurück in den Dungeon. Das heißt, ab in die Chamber. Identifizierter Longbow. Oh, interessant. War da noch was? Na, bis jetzt nicht. Ich hasse die Rammböcke. Ich finde es interessant, dass da auf der Karte ein Fitzelchen aufgedeckt ist. Okay, da ist der erste. Schädelhebel. Skull Lever. Zum Glück haben wir Heilung. Das ist der zweite, gut. Wir machen aber erstmal hier auf, weil da drin sind Knochen. Jede Menge.
sehen kann, der Raum ist voll mit Skeletten. Skelette. Und noch mehr. Skull of Pass. Hat sich da oben was bewegt? Sieht nicht danach. Halt! Squad of Inferno. Okay, wie war das nochmal? Ja, wir haben Arcane Knowledge. Also so unsere ganze Magie gekostet, aber wir haben dadurch den Guardian Spell gekriegt, den wir gerade hier gesehen haben. Das war die Hydra, die aufgeploppt ist. Und ist World of Fire wohl noch. Also da ist Gold. Gucken wir mal, was liegt da noch rum. Das war alles schon. So, jetzt habe ich vergessen, was macht die Hebel? Ach ja, die machen noch mehr Türen auf. Ich lad mal kurz. Ich glaube, da war was. Weiß jetzt nicht, ob es random. Oh, Stab, den wir übersehen haben. Den Hunter Bow, den brauchen wir nie. Das Gold, das wir übersehen haben. Das Gold of Firewall. Also, ja, wir haben erstmal hier einen Hebel. Der macht die Kammer auf. Noch mehr voller Knochenköpfe ist. Archest, okay. Axt, Hartlederarmor und ein Schwert. Na gut, brauchen wir es nicht identifizieren. Der zweite Hebel macht die andere Kammer auf, genau. Das heißt... eine Chest. I can't carry anymore. I can't carry anymore.
Ja, okay, das können wir nicht einsacken. Wir haben schon wieder zu viel Zeug. Also machen wir diesen. Sagen uns das World of Town Portal ein. Identifizieren das, was wir haben. Verkaufen das, was wir haben. Gehen wieder rein, sacken den Rest ein. Hello, my friend. Stay a while and listen. Knockback Target ist nett, aber. Hit Points, okay. Also spaßeshalber. Die Rüstung ist wirklich noch schlechter, weil sie auch unser Aussehen wieder zurücksetzt. So, die drei Squads können wir dann verkaufen. Wow, what can I do for you? So. Oh, das Schwert ist sogar sehr viel wert. Die Rüstung und die Axt eigentlich auch. Du hast nichts Neues, oder? Nee. Oh, den können wir nur bei Edwia verkaufen, auch gut. Das machen wir aber dann das nächste Mal, wenn unser Inventory voll ist. So, wir haben an dieses Book of Town Portal gedacht. Drei überschüssige haben wir noch. So, Book of Telekinesis, eine Robe und ein Book of Firebolt. Ja, unser Inventory ist schon fast wieder voll. Viel können wir nicht mehr reinpacken. Nee. So, mal gucken, hat sich was getan oder kriegen wir noch wieder nur? Ne, wir kriegen nur den Wächterzauber. Ja, theoretisch können wir bis zu 4 Zauber kriegen. Je nach Glück, weil es gibt ja diese 4 Plattformen. Kann auch sein, dass das von unserem Int abhängig ist. Sicher bin ich mir aber nicht mehr. Ist wie gesagt auch schon eine ganze Weile her. Ah ja, die Chamber of Bones sind übrigens eine der 3 Quests, die es in jedem Playbook gibt. So. Nebenbei. Hier sieht es aus, als ob es nach unten geht, weil hier kamen wir her. Hier ist eine Sackgasse, hier ist eine Sackgasse. Also ja, wieder hier weiter. Das heißt, wir machen erst hier unten fertig und dann gehen wir zurück und machen da fertig. Oh, ich glaube, hier unten waren wir fertig, oder? Ja, hier unten waren wir fertig. Gut. Und auf Level 7. Ah, Winged Demons. Und eine Trap Chest. Mana Potion, okay. Ein Fass. Wieder kleine Flatterbrenner. Irgendwas, was mich mit Pfeilen beschießt. Okay, hier ist es nochmal etwas größer als erwartet.
Lockcase. Hm. Wow. Oh, der Feuerclan. Da wartet echt das Erschießungskommando hinter der Ecke auf mich.